Jetzt gibt's was Interessantes, okay? Hier erstmal ein Video von ABK. Oh, kennst du ABK? Nee. ApoRed, Miskin, tut mir voll leid, die machen das voll extra, die labern doch, der Typ ist doch Maschallah. Also, es steht das Gerücht wohl im Raume, ApoRed habe einer Frau auf dem Webvideopreis der prestigeträchtigsten Veranstaltung in YouTube Deutschland sexuelle Gegenangebote für Views gemacht. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was ABK dazu gesagt hat. ApoRed ist ja dieser Rapper, der mit Leon Mascheche zusammen gute Musik macht und sowas. Und ne? Er hat den unordentlichsten Desktop, den ich je gesehen habe. Alter, aua! Das ist ABK. Warum? Du wirst den fühlen. Du wirst deinen Humor absolut fühlen, Bro. Ich sag's dir. Gar nicht scheiße zu labern und dieses Video so anzufangen von wegen, ich bin total objektiv und nein. Nett ist von mir aus voreingenommen, aber derzeit erscheint mir ApoRed am glaubwürdigsten. Ich erkläre euch jetzt ganz einfach mal in diesem Video, warum ich dieser Meinung bin. Es wird einem YouTuber sexuelle Belästigung vorgeworfen, aber an die, die es nicht mitbekommen haben, ich erkläre ganz kurz, okay? Vor etwa 3 Jahren hat eine YouTuberin mit dem Namen Sylvie Carso ein Video hochgeladen, in dem sie behauptet hat, von YouTubern sexuell belästigt worden zu sein. Betonung auf Großen, weil das betont sie auch ziemlich oft in ihrem Video. Was ich an dieser Stelle so krass finde, im Jahr 2016 wurden richtig viele Mädchen vermutlich von YouTubern sexuell belästigt. Dann frage ich mich wirklich, wo war ich in diesem Jahr? Du warst sexuell belästigen, ABK. Am Ende des Videos sagt er einfach, ich war's. Ich glaube, ich bin in der falschen YouTube-Generation. 2016 wäre mein YouTube-Jahr gewesen. Da hätte ich mich, glaube ich, mit jedem YouTuber verstanden, wenn das wirklich stimmt. Also wenn ich mir das angucke, dann wirkt das so auf mich, als wäre das Ganze eine Trendbewegung damals gewesen. Jedenfalls hat diese YouTuberin die... Trendbewegung, einfach so YouTuber sexuelle Belästigungs-Challenge, Alter. Jetzt angeblich Lol. Sexuell belästigt wurde, in ihrem Video nicht erzählt, von welchen großen YouTubern und sie sexuell belästigt das wurde. Das check ich jetzt nicht. Jetzt kam ein Video von Mimo online, der einfach mal so behauptet hat, dass das Ganze ApoRed und Leon Mascher gewesen wäre. Was ich auch so heftig fand, war damals wurde wenige Tage nach dem Video von Sylvie noch ein YouTube-Video hochgeladen. In diesem Video wurde Folgendes behauptet, dass es sich bei den Übeltätern um KS Freak, Krappi oder Simon Desu handeln könnte. Und diese Aussage kam laut diesem Video ebenfalls angeblich von Mimi. Dieses ganze Drama basiert ja jetzt sowieso nur auf Vermutungen. Okay, okay. Wie kann es sein, dass ein Mimi angeblich 3-4 Jahre zuvor das behauptet hat und dann jetzt auf einmal das so behauptet? Und Leute, ich bin euch jetzt ehrlich, an die Gottlosen unter euch braucht gar nicht zuhören. Ich kenne ApoRed schon seit über 2-3 Jahren. Dieser Typ, ungelogen, ist ein richtiger Achi. Mashallah, ich brauche hier nicht zu labern. Der erinnert mich öfter an die Gebete, als meine Gebetszeit nimmt. Jetzt. Ein richtiger was? Ein Achi. Ein Achi. Guckt mal das Video von dieser YouTuberin Sylvie Carlson an und dann kann ich euch vielleicht anhand ihrer Ausdrucksweise sieht aus wie die Mutter von Julia. Von Julia? Von Julia Beautics, die Mutter. Mhm, guck. Alter, ja. Erklären, warum ich achte, dass Sylvie Carlson total unglaubwürdig ist. 2 YouTuber haben mich sexuell belästigt. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich euch diese Story erzählen werde. Alle haben gesagt, dreh bitte ein Video. Ich habe es auf Snapchat schon mal erwähnt, also meine Snapchat-Follower wissen schon Bescheid. Ah gut, bei so einem Thema erstmal das Video damit einleiten, indem man Werbung für sein Snapchat-Profil macht. Aber ich habe mich... Nein. Sie hat nur gesagt, dass sie auf Snapchat gefragt hat. Mann, Alter, YouTube-Beef ist so geil, oder? Es ist so geil. Du liebst es auch, ne? Ich seh's. Ja, ich mag Cringe und unangenehme Gefühle, aber das ist einfach nur dumm. Und deshalb streamst du mit mir, weil alles ist Cringe mit mir und unangenehm. Ja. Ich mich dagegen entschieden, die Namen zu sagen, weil ich keinen Hass auf die Leute erstens ziehen will und weil ich auch keinen Hass von den Followern von denen auf mich ziehen will, weil das wirklich 2 riesengroße YouTuber sind. Die sind 3 Meter groß, das sind so Slendermänner gewesen. Das waren 2 YouTuber in einem Anzug, die waren da so 3 Meter groß. Die wollten ins Kino zusammen reingehen mit einer Karte, deshalb sind die so groß. Jetzt mal ganz kurz. Also ich finde es natürlich gut, dass sie darüber offen spricht und so. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was man definitiv adressieren muss, weil sexuelle Belästigung, toxisches Verhalten von Männern gegenüber Frauen, absolut fehl am Platz, gerade auch, glaube ich, in diesem Kosmos sehr, sehr, sehr oft passiert und ausgespielt worden. Was mich aber da, also ich habe das Video von ihr noch gar nicht gesehen tatsächlich, warum geht man nicht hin und zeigt sowas einfach an? Weißt du, was ich meine? Weil man ja dann gar keine große YouTube-Promo draus machen kann vielleicht. Das ist jetzt vielleicht, oder ist es halt wirklich aus dem Grund, ich möchte das adressieren und will damit gar nicht selber Cloud bekommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es hat so ein bisschen diesen Beigeschmack, ne?
Naja, schauen wir mal weiter. Als ob du jetzt nicht die Namen erwähnst, weil du angeblich Angst hast vor einem Shitstorm. Verstehe ich, aber Bro, ABK, check ich ein Stück weit, wenn sie da noch kleiner ist. Ich weiß nicht, wie sie ist, wie ihr Kanal ist, blablabla. Wenn sie eine Minimalstreichweite hat und dann sagt plötzlich, keine Ahnung, einfach mal aus dem Himmel jetzt gegriffen. Ja, ohne jetzt hier einen Namen zu droppen. Ich sage jetzt einfach mal, Revi hat mich ja belästigt, so what the fuck. Ob das jetzt stimmt, also safe stimmt das nicht, weil ich habe sowas noch nicht gemacht. Aber in dem Kontext jetzt kann ich mir nur vorstellen, wie meine Community reagieren würde. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt in ihren Chat schreibt, weil das Vergehen ist viel zu klein, um es anzuzeigen. Weiß ich nicht, Bro. Meine Community würde direkt Gips machen. Meine Community würde direkt zur Polizei gehen und der Polizei meine Adresse sagen, die sie vorher selbst gedoxt hat, und dann helfen, mich abzuführen, Digga. Das wird meine Community machen. Diese ehrenlosen Hunde. Ihr wirklich sexuell belästigt wurdet und ihr wisst, dass ihr im Recht seid, dann nügt euch doch nicht der Shitstorm von irgendwelchen Communities, wenn ihr wisst, dass das gerade alles zu Unrecht ist. Du hast den Namen nur nicht erwähnt, weil du weißt, dass du keine Beweise hast und dich mit der ganzen Sache sonst strafbar machen würdest. Das ist eine krasse Unterstellung. Wenn die Tat als solche doch wirklich so schlimm gewesen ist, dann legst du doch nicht vorher Wert darauf, ob du die Namen der Täter nennst oder nicht. Das Video wird mir jetzt schon viel zu wirtschaftlich durchdacht dafür, dass es um eine sexuelle Belästigung geht. Ich finde es so funny, da wird natürlich gedacht, bei ABK hat Running Gag, dass er arm ist, er hat so 100-Euro-Schein hier liegen als Mauspad. Das wird mir jetzt schon viel zu wirtschaftlich durchdacht dafür, dass es um eine sexuelle Belästigung geht. Es geht heute um eine ziemlich weirde Story. Ich erzähle sie euch, weil ich eine Message für euch habe und weil ich die Hoffnung habe, dass das Video eventuell so oft geteilt wird, dass die zwei großen YouTuber das sehen und irgendwie checken. Hä? Was erwartest du? Okay, das klingt schon ein bisschen weird, dass es so oft geteilt wird. Als sich doch die Täter zum Vorwurf äußern, ist doch klar, um wen es sich handelt. Dass du dann jetzt die Namen im Voraus verschweigst, aber dann auf ein Statement hoffst, ist doch voll sinnlos. Was denkst du, was die machen? Sitzen dann zu Hause und sagen, ah ja, tamam. Und dann? Hä? Was ist denn los? Ey Leute, das geht einfach so nicht. Ich habe denen auch schon eine Nachricht geschrieben, allerdings werden die das nicht gelesen haben. Einfach weil die tagtäglich super viele Nachrichten bekommen. Ja. Die bekommen tagtäglich sehr viele Nachrichten. Du hast mich sexuell belästigt. Das ist ein Mehrfachtäter. Zeig die Beweise, wo du denen geschrieben hast. Heult rum wegen sexueller Belästigung, zeigt aber keinerlei Beweise. Und man muss sie aber jetzt noch mal ein Stück weit, also man muss sie auch ein Stück weit ins Opfer, in das Opfer, wenn das jetzt wirklich so gewesen sein sollte, versetzen. Ich glaube tatsächlich halt generell den Mut aufzubringen, darüber zu sprechen. Kann mich nicht reinversetzen. Ich finde ein sehr schwieriges Thema, wo man... Wollte ich gerade sagen. Also ich bin da ja auch gar nicht drin, aber ich glaube halt erstmal den Mut zu haben, sowas zu adressieren, offen darüber zu sprechen, erfordert schon eine gewisse Größe halt, ne? Deshalb, sie ist diejenige, die wohl belästigt worden ist. Also, ja, das Problem wer ist sie? Also, sie ist eine kleinere YouTuberin wohl. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach, dass man sich auch, wie gesagt, ein Stück weit in sie hineinversetzt. Sollte diese Geschichte jetzt tatsächlich stattgefunden haben, ich rede jetzt hier einfach mal im bewusst spreche ich in der, jetzt habe ich Mann, sag's mir doch, grammatikalisch der Begriff dafür. Im Konjunktiv. Geiste? Oh. Im Konjunktiv spreche ich hier bewusst. Hätte, sollte. Weil ich ja nicht weiß. Aber letztendlich ist es schon schwierig, glaube ich, das erstmal offen zu machen, offen zu legen. Weil da braucht's definitiv eine Menge Mut für. So, ne? Und ich kann mich da nicht wirklich hineinversetzen. Aber... ja, es ist halt immer schwierig, wenn man jetzt unterstellt, es stimmt nicht. Auf der anderen Seite sagt man halt, es stimmt. Es gibt, wie ABK jetzt sagt, tatsächlich keine handfesten Beweise. Das ist ein bisschen schwierig hier. Aber es ist doch immer, dämlich, sich von außen irgendwie da so reinzudenken. Es funktioniert halt nicht. Ne? Wir schauen es einfach Sachen, mal. Sachen, die da noch mitspielen, von denen wir keinen Plan haben. Deswegen. Ja. Also enjoy the show. Das Problem ist halt, dass jetzt einfach gesagt worden ist, die beiden waren das, ohne dass es handfeste Beweise gibt, dass die beiden das waren. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Konsens gerade, dass das Problem ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass überhaupt nicht klar ist, wer das jetzt gewesen ist. Weißt du, was ich meine? Dass es überhaupt faktische Beweise gibt, dass es stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen das ganze Thema.
Wie handfest sind die denn? Was sind denn handfeste Beweise? Beweise wären jetzt zum Beispiel, wenn sie halt, weiß ich nicht, eine Zeugenaussage beispielsweise hätte. Was aber auch wieder dreist ist, das zu erwarten, weil so denkt man sich sowas aus, frage ich mich dann auch wieder. Weißt du, was ich meine? Ja. Denkt ja. man sich sowas für Cloud aus? Keine Ahnung. Und pusht stattdessen eher ihr Snapchat-Profil, wo sowieso nur Schwanzbilder verschickt werden. Es hat alles stattgefunden auf dem Webvideopreis. Bin dann an die Bar gegangen und wurde dann von dem einen dieser großen YouTuber angequatscht. Ach, live, ich dachte per Internet. Ich dachte, die haben da geschrieben. Nein, es war auf einer Veranstaltung. Auf einer Veranstaltung, ja, ja. Oh. Das Ganze mit Ja beantwortet. Daraufhin meinte er zu mir, würdest du dich auch bestimmt freuen, wenn man dich pusht. Ich meine, ich habe super viele Abonnenten, da könnte ich dich pushen. Und dann könntest du auch eine Kleinigkeit für mich tun. Pushen. Also, oh nein, wer echt? Macht denn sowas, Digga? Also ich meine, ich kenne ja Lea Marché und ApoRed. Machen die sowas, Alter? Puh. Nee, komm schon. Also, Alter, das ist eine Geste, die ist so out wie High Five. Ja, ja. Das macht niemand mehr. Komm damit schon. Sie mich. Aber es war 2016, ne? Pushen. Ich dachte mir, das lass mir nicht bieten hier. Ey, meiner Meinung nach wirkt das so unglaubwürdig. So, dieses, wie die das erzählt, kommt auf mich so richtig gekünstelt drüber. So, da habe ich mir gedacht, nein, und habt ihr keinen Respekt? Und, ich find's auch nicht authentisch, ganz ehrlich. Ich kenne sie nicht, ich kenne niemanden. Ne? Ich will mich da nicht einmischen, aber es gibt so viele Leute, die, wenn die wirklich ein schlimmes Erlebnis gehabt hätten, dann würden die doch nicht so cool irgendwie davon erzählen. Aber, wisst ihr, was ich meine? Dann ist man da vielleicht ein bisschen trauriger. Ach, ich will mich da nicht einmischen, ohne Witz. Ich wollte dann diskutieren, allerdings kam ein Freund von mir, hat gesehen, dass ich anscheinend gerade mit denen diskutieren bin und hat gesehen, dass ich super wütend bin und hat halt gemeint, eine Freundin von dir weint, du musst unbedingt mitkommen und dann bin ich halt weg. Weil ich halt gedacht habe, eine Freundin von mir weint. Ist klar. Hey, du bist da gerade angeblich voll aufgebracht, weil du sexuell belästigt wurdest. Und dann kommt irgendein Kollege von dir und sagt, ja, die Jessica weint. Und dann gehst du einfach so da weg, so, lässt dich ablenken, obwohl du doch gerade voll aufgebracht warst. Da hättest du dir eine krassere Story ausdenken müssen. Aber die heult gerade. Nach dem Motto, ich scheiß auf mich, ist gegen meine Freundin. Loyalität ist schon dann direkt dahin gelaufen. Ey, Bruder, hör auf. Ich habe dann auch mit jemandem gesprochen, der eben Jurist ist. Und der meinte halt wirklich zu mir, das ist leider Gottes in der rechtlichen Abteilung keine wirkliche sexuelle Belästigung. Ja, und warum steht jetzt in deinem Titel sexuelle Belästigung, obwohl dein Anwalt dir bestätigt hat, dass es sich hierbei um keine sexuelle Belästigung handelt? Ja, per Gesetz handelt es nicht dabei rum, aber ich würde mich als Frau schon sexuell belästigt fühlen, wenn jemand diese Geste offen zu mir sagt, so, ja, blas mir doch einen für ein bisschen Cloud. Würde ich mich sexuell belästigt von fühlen als Frau, safe. Ich glaube, das ist eine Auslegungssache, aber ja, sicherlich spielt da auch ein bisschen dieser Clickbait-Effekt sicherlich rein, safe. Einfach ein irreführender Titel. Um Klicks zu ziehen. Und per Gesetz, per gesellschaftlichen Diskurs würdest du wahrscheinlich auch zustimmen, dass das sexuelle Belästigung ist, oder? Wenn das jemand macht. Stell dir vor, du bist eine Frau. Ja, stell dir vor, du bist eine Frau und jemand kommt zu dir und sagt, blas mir noch ein für ein bisschen Promo. Das ist doch sexuelle Belästigung, oder? Wenn du das Opfer bist. Ja, das ist halt nur per Gesetzestext nicht. Ja. Und dagegen vorzugehen, das ist... Ich meine, die waren zu zweit. Ey, komm, erzähl mir nicht, du machst doch kein Video, belaberst mit deinen Freunden alles und sagst dann am Ende, also nee, das ist, wäre mir alles zu viel Arbeit, dagegen jetzt so und so vorzugehen. Der ganze Vorfall... Ja gut, vielleicht kann sie ja auch nicht dagegen vorgehen, ne? Dann ist dir doch schon ein gesamtes YouTube-Video wert gewesen. Wenn das Ganze jetzt wirklich so passiert wäre, dann wäre man doch schon vor dem Video beim Anwalt wegen? Gewesen. Vor allem so als... Ja. Wegen was kann sie nicht dagegen vorgehen? Weil der Anwalt ja gesagt hat, per Definition ist das keine sexuelle Belästigung. Ja. Okay. Ja. Feministin, die sich gerne für Frauenrechte einsetzt. Das missbraucht ihm hier Feminismus, genauso wie Michael Adrian, die LGBT-Community. So respektlos. Ich meine, was haben die Menschen für eine Erziehung genossen? Richtiges Strohmann-Argument. Ey, was hat bitte die Erziehung der Eltern mit dem Verhalten der Kinder zu tun? Es gibt Kinder, die wurden von ihren Eltern in ihrer Kindheit missbraucht und setzen sich heute ein gegen Kindesmissbrauch, helfen, starten Organisationen und sonst was. Dann gibt es aber Kinder, die vielleicht eine schöne Kindheit
Kindheit hatten, nicht missbraucht wurden und sonst was, dann aber Leute missbrauchen, Michael Adrian-Style, Alter. Ich würde gerne einfach mal wissen, ob ihr schon mal sowas erlebt habt. Schreibt alles mal in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, aber Kommentare mittlerweile deaktiviert. Ey, wenn du wirklich sowas erlebt hast, dann würdest du irgendeine Organisation verlinken, irgendeine Anlaufstelle, wo Leute sich Hilfe holen können. Stattdessen verlinkt ihr mir Snapchat, ihre Geschäftsmail. Gut, das war 2016, ne? Willst du jetzt noch Placement klären über so ein Video oder was? Und wenn einer von euch beiden dieses Video sieht, ne? Ich nehme gerne Entschuldigung an. Entschuldigung, Salvi. Dieser Digga, dieses Outfit. Waren von Kopf bis Fuß weiß gekleidet, Freunde. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, durch dieses ganze Drama hier, ja, UpRed hätte angeblich ein Mädchen sexuell belästigt, hat UpRed jetzt einen Shitstorm bekommen. Was macht der Miskin? Selbstverständlich, er äußert sich dazu. Dann habe ich mir so gedacht, ey, warte, was ist, wenn ich dieser YouTuberin schreibe? Sylvie Carlson heißt sie auf Instagram. Ich habe ihr geschrieben und ich habe eine Sprachnachricht geschickt. Ihre Antwort, Leute, ich habe Schock bekommen. Die sagt einfach, willst du mich irgendwie veräppeln? Wer auch immer das war, Ellie, genau richtig, ihr beide wart das. Du und Deon Marcher haben mich damals sexuell belästigt. Auch dass du mit einem UpRed überhaupt kommunizierst, wenn dir so etwas widerfahren ist und den dann plötzlich nach 3 Jahren, nachdem er dir schreibt, einfach so blockierst, ey, erscheint mir immer noch unglaubwürdig. Ist jetzt halt die Frage, ist sie catched up in a lie und muss es jetzt durchziehen oder ist es halt wirklich passiert, ne? Boah, ganz schwieriges Thema. Erfahren. Ganz schwieriges Thema. Ein nerviges Thema aber auch. Ja. Das ist auf jeden Fall hat Simon... Und Leute, dann einen Livestream organisiert mit UpRed und einem Mädchen, die jetzt auch behauptet, dass sie damals von UpRed angeblich sexuell belästigt wurde. Dieses Mädchen zeigt jetzt auf Instagram 3 bis 4 Jahre alte Chatverläufe, in denen sie mit anderen Leuten über UpRed geredet hat und erzählt hat, dass sie von ihm eben angeblich auch belästigt wurde. Was ich an der ganzen Sache so lustig finde, ne, ist die Tatsache, dass die sich da alle aufregt über Beleidigungen und sonst was. Dabei wird UpRed bei euch im Gruppenchat als Hurensohn beleidigt und sonst was und darüber redet ihr nicht. Und was sind das bitte für Beweise? Jeder kann doch irgendwas in den Chat reinschreiben und irgendwas behaupten. Wenn ich jetzt mal in Madeira bin und ich sage dann, ey, ich habe Unge getroffen und ganz ehrlich, der hat mich angespuckt und was soll ich machen? Und ich habe das dann jetzt meinen Kollegen geschickt. Ich habe ABK eine Sprachnachricht geschickt. Ey, ABK, Unge hat mich angespuckt. Was soll ich machen? Weißt du? Ist es jetzt ein Beweis? Weißt du? Nein, ist es nicht. Du kannst jetzt Scheiße labern, du kannst aber auch vor 4 Jahren Scheiße gelabert haben. Das ist doch trotzdem kein Beweis, wenn ich in einem Chat irgendwas behaupte. Unge, sorry, bei aller Liebe. Ich fand, in dem ganzen Gespräch hier hat der auf mich sehr parteiisch gewirkt. Wallah, ich bin ehrlich, auch wenn ich diesen Typen über alles liebe. Da war eine Aussage richtig dumm von dem, gerade in so einer Situation. Nachdem sich jetzt 2 Frauen gemeldet haben, musst du ja verstehen, dass ich leider der Meinung bin, okay, irgendwas muss da aber auch dran sein. Verstehst du? Das ist eine schwierige Aussage, Simon. Das kann auch einfach, also ich will jetzt nicht von einer Verschwörung reden und ich will jetzt auch gar nicht werten, ob ich das irgendwem zutraue oder nicht. Ich will da jetzt einfach auch nichts zu sagen, aber die Aussage ist schwierig auf jeden Fall. Solange es keine Beweise gibt, gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, UpRed und Leon Marcher gelten nach wie vor als unschuldig. Ich sag jetzt mal kurz meine abschließende Meinung. Bei Sylvie, Geschichte ganz ehrlich, ich kenne Sylvie nicht, ich konnte das Ganze nicht einschätzen. Bei Carina muss ich schon sehr sagen, es würde mich schon sehr, 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 sehr stark wundern, wenn Carina so eine Geschichte sich einfach ausdenkt. Alter Unge, Bruder, das ist doch kein Argument. Nur weil du Carina kennst, die wird sich sowas niemals ausdenken. Das gleiche hast du doch damals bei Abdel auch gesagt. Und damit hat sich herausgestellt, dass es doch Abdel war. Unge, ich liebe dich über alles. Ich hab dir oft schon gesagt, lass dich von Leuten nicht linken. Zu viele gehen an deinen Schwanz und du lässt sie sogar bis zu deinen Eiern dran. Der Typ hat ein zu korrektes Herz, der wird zu oft verarscht und geblendet von Leuten. Wo ich und Heikel auf der Insel waren, haben wir gesagt, Unge, glaub es mir, wenn die ganzen YouTuber kommen, es wird hier ein Streit passieren. Es sind Blender, glaub mir, die meisten von denen sind Heuchler. Da bin ich, guck, da ist ein Heuchler, da. Warte. Es sind Blender, glaub mir, die meisten von... Da, der ist der größte Heuchler. Der ist ein Heuchler. Und der hat in Wald, hat der ein Haus gebaut und da von denen sind macht der Heuchelsachen. Heuchler. Am Ende, was hat sich herausgestellt? Ich dachte gerade, sie will ihm was in den Arsch schieben. Ich von dem, auch wenn ich den weiterhin liebe und auch wieder da sein werde, wenn er mich braucht. Aber das, gerade in so einer Situation, finde ich, ging gar nicht. Wunder. Und wenn jetzt wirklich rauskommen sollte, dass das Ganze hier erfunden ist, dann war das wirklich ein Faustschlag ins Gesicht für alle Frauen, die wirklich sexuell missbraucht wurden. Und für alle Bewegungen, die sich auch dagegen einsetzen. Ja, ja. Dann hast du nichts weiteres gemacht als Miguel Pablo mit seinem Fake-Outing damals. Und da bin ich schon wieder. Hier. Der Typ, achso, ich dachte, der Kuss. Und der einzige Unterschied ist, dass ein Miguel Pablo nach 1 Monat dazu gestanden hat. Boah, ja, ist irgendwie schwieriges so, Thema. Ne, steckt nicht drin, aber es ist, klingt und wirkt halt einfach wie so Schulhofstreit. Sowas nervt mich mal direkt.
Ja, das dieses ist. Dieses Hin und Her und dieses. Der hat gesagt und wir hätten nichts gesagt. Aber oh, angeblich hat der und. Nervt mich, stresst mich. Stimmt schon. Ist leider wirklich so.